Was ist Leben? Was unterscheidet mich und dich von so etwas hier? Im Alltag erscheint uns diese Grenze klar und deutlich. Eine Katze lebt, ein Auto nicht. Wir leben und unser Computer nicht. Aber lasst uns mal darüber nachdenken, was es eigentlich heißt, zu leben. Und ich warne euch vor, es wird wieder verrückt. Okay, fangen wir mal ganz einfach an. Ein paar übliche Eigenschaften von Lebewesen sind zum Beispiel, dass sie Veränderungen in ihrer Umgebung registrieren, sich fortpflanzen können und dass sie einen Stoffwechsel haben. Damit wäre das hier schon mal raus, aber was zum Beispiel ist Feuer? Feuer hat einen Stoffwechsel. Es konsumiert Sauerstoff und hinterlässt Asche und Rauch. Es kann sich fortpflanzen. Und es reagiert auf seine Umwelt. Oder? Wir alle wissen, dass Feuer nicht lebendig ist. Eine weitere typische Eigenschaft von Lebewesen ist Homöostase, die Fähigkeit, sich selbst aktiv zu regulieren und ein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Und die schließt Feuer damit wieder vom Kreis der Lebenden aus. Aber das Beispiel zeigt, es ist unglaublich schwierig, eine Grenze zu ziehen. Auf der einen Seite tote Materie, die nur reagiert, und auf der anderen Seite lebendige Lebewesen, die agieren können und sich für uns grundlegend von toten Dingen unterscheiden. Eine Form, die diese Grenze weiter verwischt und Wissenschaftlern seit Jahrzehnten Kopfzerbrechen bereitet, sind Viren. Viren erfüllen die meisten Eigenschaften von Lebewesen, können sich aber nur mit Hilfe eines Wirtskörpers vermehren und auch die Frage, ob ein Stoffwechsel stattfindet, ist noch nicht ganz geklärt. Viren sind wie kleine Maschinen mit ganz vielen Knöpfen und Schaltern. Wenn die Zelle auf einen Wirtskörper trifft, werden automatisch Prozesse in Gang gesetzt und mit der Zeit haben sich Variationen entwickelt, die sich auf unterschiedliche Arten und Weisen vermehren. Aber nichts anderes sind unsere eigenen Körperzellen doch auch. Kleine Maschinen, die chemikalisch aufeinander reagieren. Aber wann entsteht dann Leben? Wie viele Zellen ergeben zusammen ein Bewusstsein? Eine einzelne Zelle kann nicht denken, aber Billionen davon tun es jetzt gerade in unserem Gehirn. Ist es nur eine Frage der Komplexität? Um diesen Gedanken zu veranschaulichen, möchte ich euch ein Spiel zeigen. Das Spiel des Lebens. Es wurde 1970 von Mathematiker John Conway erfunden und funktioniert recht einfach. Man beginnt mit einem Gitter, das beliebig groß sein kann. Jedes Feld kann entweder lebendig oder tot sein. Und es gibt nur vier simple Regeln, die bestimmen, wie sich diese Zellen rundenbasiert verhalten. Die vier Regeln sind: Eine tote Zelle mit genau drei lebenden Nachbarn wird in der nächsten Runde neu geboren. Lebende Zellen mit weniger als zwei lebenden Nachbarn sterben in der nächsten Runde. Eine lebende Zelle mit zwei oder drei lebenden Nachbarn bleibt am Leben. Und die letzte Regel: Lebende Zellen mit mehr als drei lebenden Nachbarn sterben. Das mag jetzt auf den ersten Blick sehr willkürlich klingen und nicht viel Sinn und Verstand haben, aber was diese Regeln mit Mustern anstellen, ist einfach faszinierend. Schaut's euch an. Manche Konstellationen verschwinden innerhalb von wenigen Runden, andere laufen unendlich lange weiter. Es entstehen Muster, sogar Zellen, eigene Wesen, die sich über die Karte bewegen. Fans dieses Spiels haben unglaublich viele zellenartige Konstrukte gefunden und sie benannt. Es gibt Blinker, Pulsatoren und Tümmler, Gleiter und Tripole. Es entsteht eine eigene lebendige Welt, fast wie unsere. Es gibt sogar verschiedene Spezies, die Stoffwechsel haben, sich fortpflanzen können und sich weiterentwickeln. Und all das entsteht nur durch vier simple Regeln. Was das Spiel des Lebens uns zeigt, ist, dass Komplexität aus den einfachsten Dingen entstehen kann. Und vielen von uns ist das im Alltag, glaube ich, nicht bewusst. Aber jetzt kommt die Frage: Ist das Leben? Stirbt der Gleiter mit seinen 5 Pixeln, wenn er von einem Strudel verschluckt wird? Natürlich nicht, wäre jetzt die Antwort von geistig gesunden und zurechnungsfähigen Menschen. Aber lasst uns mal für einen Moment verrückt sein und sehen, wohin uns das führt. Was ist, wenn Zellen im Spiel des Lebens leben würden? Was wäre, wenn sie denken könnten, Gefühle hätten und sterben würden? Und wie groß muss das Spielbrett dafür sein? Schaut man sich aktuelle Spiele-Engines an, die täuschend echt aussehen und kaum noch von Filmen aus der Kamera zu unterscheiden sind, mit Charakteren, die eine künstliche Intelligenz haben und mit dem Spieler auf eine Art interagieren können, wie es die Programmierer nicht direkt beabsichtigt haben, dann fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, dass Leben in einem Computer simuliert werden kann. Ich denke mal, wir alle halten uns für recht lebendig, aber unser Gehirn besteht trotzdem nur aus einzelnen Molekülen, die für sich genommen tote Materie sind. Sie folgen nur den Gesetzen des Universums, genauso wie die Zellen vom Spiel des Lebens den vier Regeln folgen.
Was unterscheidet uns also von diesen digitalen Zellen auf einer Festplatte? Entweder sind sie lebendig oder wir sind tot. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn wir den Gedanken weiterführen, stellt sich mir eine Frage, eine existenzielle Frage. Woher wissen wir, dass wir nicht in einer Computersimulation leben? Dass wir nicht irgendwo auf einer Festplatte laufen und irgendjemand bald den Ausschalter... Die Idee wurde schon von unzähligen Filmen und Büchern aufgegriffen. Es ist Science Fiction. Zumindest für die meisten. Nicht aber für Elon Musk, Gründer von Firmen wie Tesla Motors und SpaceX, der vor kurzem genau diesen Gedanken auf einem Panel diskutiert hat. Die Argumentation ist folgende. Da wir aktuell einen stetigen Fortschritt im Bereich von Simulationen und Computerspielen beobachten können, können wir davon ausgehen, dass Simulationen irgendwann ununterscheidbar von der echten Welt sein werden. Wir haben heute schon täuschend echt aussehende Grafik-Engines, Virtual-Reality-Headsets und die ersten rudimentären Computer-zu-Gehirn-Verbindungen, die uns die optimale Täuschung erlauben würden. Ob das heute oder in 10.000 Jahren passiert, ist eigentlich egal, denn im Vergleich zum Zeitalter des Universums ist das fast nichts. Wenn wir diesen Punkt erreichen, wenn wir es schaffen, Simulationen lebensecht zu machen, dann wissen wir auch, dass andere intelligente Lebensformen ihn erreichen können, beziehungsweise das schon getan haben, da es extrem unwahrscheinlich ist, dass wir die erste intelligente Lebensform im Universum sind. Und sobald sie diesen Punkt erreicht haben, werden sie diese Simulationen natürlich auch benutzen, um mehr über das Universum zu erfahren, um soziale Experimente durchzuführen oder einfach nur zum Zocken, wer weiß. So eine Gesellschaft hätte Millionen und Abermillionen dieser Simulationen am Laufen, die für Lebewesen in dieser Simulation ununterscheidbar von der Realität sind. Beziehungsweise für diese Lebewesen ist die Simulation sogar die Realität. Und jetzt kommt der Killer. Unsere Chance, dass wir in der echten Welt leben, in der Basisrealität und nicht in einer Simulation, ist 1 zu der Anzahl der Simulationen, die diese Gesellschaft am Laufen hat. Also 1 zu x Millionen oder Milliarden. Es ist viel wahrscheinlicher, dass wir Teil einer Simulation der ersten intelligenten Lebensform sind, als dass wir in der Basisrealität des Universums sind. Das ist Elon Musks Argument und bis jetzt konnte ihn keiner widerlegen. Wie auch, man kann nie beweisen, dass man nicht in einer Simulation lebt. Selbst wenn wir unserer Simulation entkommen, woher wissen wir, dass unsere Erschaffer nicht auch schon ihr ganzes Leben lang simuliert wurden? Dass unsere Gehirne und Gedanken und Gefühle nur Ladungen auf einer Festplatte sind? Dass Komplexität, wie in Computerspielen, nur dann existiert, wenn sie berechnet werden muss, weil wir hingucken? Wir können es nie wissen. Ein letzter Gedanke. Selbst wenn wir in der Basisrealität sind, wenn wir in der echten Welt sind und nicht in der Simulation, dann kann es gut sein, dass wir uns bald freiwillig in eine Simulation begeben. Wieso sollten wir in ein paar tausend Jahren, wenn wir fortschrittlichste Technik haben und unser Universum in den meisten Belangen verstehen, weiter nach außen gehen? Wieso sollten wir tausende Planeten erobern und besiedeln? Kann es nicht auch sein, dass wir nach innen gehen und uns unsere eigene Matrix schaffen? In einer lebensechten Simulation, in einem Traum, lebt es sich doch viel schöner als in dieser Welt. Hier könnten wir alles machen, was wir wollen. Wir können die Welt, die Gesetze der Physik und alles so anpassen, wie es uns gefällt und ein perfektes Leben leben. Und dank schneller Prozessoren könnte sich dieses Leben auch viel länger anfühlen als ein normales Menschenleben. Das ist alles super philosophisch und klingt wahrscheinlich so, als wäre ich verrückt geworden. Es ist im Endeffekt nur interessant, darüber nachzudenken. Denn am Ende des Tages ändert sich nichts an unserer Situation oder daran, wie wir unser Leben leben. Wir werden weiter zur Schule oder zur Arbeit gehen, unsere Freunde treffen und irgendwann den Gedanken aus unserem Kopf sperren, dass das alles hier vielleicht nicht echt ist. Dass alles, was wir kennen, nur eine Simulation ist. Wow, mir explodiert jedes Mal wieder der Kopf, wenn ich darüber nachdenke. Aber es kommt alles runter zum Spiel des Lebens, wie ich finde. Wenn wir akzeptieren, dass Leben in einer Simulation auch wirklich Leben ist und sich für diese Wesen so anfühlt, dann folgert sich alles andere daraus. Deswegen habe ich euch zum Schluss noch ein kleines Rätsel mitgebracht. Das hier ist das Ausgangsmuster. Wie sieht das Muster nach 3 Runden aus? A, B, C oder D? Schaut euch nochmal die 4 Regeln vom Spiel des Lebens an und schreibt eure Antwort in die Kommentare unter das Video. Das Ergebnis gibt's am Sonntag auf der Facebook-Seite von Planet Schule und bei mir auf Facebook, Twitter oder Instagram. Viel Erfolg! Übrigens war das hier jetzt schon das letzte der 10 Videos, die ich in Kooperation mit dem WDR und der Redaktion von Planet Schule gemacht habe. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei der Redaktion dafür bedanken, dass sie mir komplette Freiheit über die Themen gegeben hat und ich die Videos so machen konnte wie sonst auch. Und an die Zuschauer, wir sehen uns wie immer nächsten Donnerstag. Bis dann, euer Cedric.